Ende 2018, Schluss von 3 Jahrzehnten Radio TV Lefebvre. Wir waren am letzten Tag, am 10. dort. Ja, dort. Das sind alles DAB. Wie drückst du bei einem DAB an einer Bude? Ah, dann kommt es manchmal nicht. Schon? Gerne, oder? Ja, wenn es geht, muss ich nochmal drücken und nochmal drücken. Dann müssen wir zu früh laufen, oder dann ist es dunkel. Meistens hat es DAB. Ja. Aber das Radio, oder? Radio. Mit Antenne. Antenne aussagen. Ein kleiner Radio, würde ich sagen. Du musst jetzt ein kleiner, der da. Dann würde ich durchkommen. Ja, ja. Ja, ja. Und dann hat er da noch einen Akku. Ja, mhm. Durchkochen, ja. Also einer, wo man. Oder? Du musst bleiben. Einer, der man die Wäsche auch noch waschen kann. Das ist ja 100, 100. Ja, das Lachen der Schalk, die professionelle Beratung, das wird man jetzt vermissen. Der Tachi ist nur einer von vielen. Was hat ihn jetzt hierher getrieben, dem letzten Tag? Der Tachi? Du, ich sollte noch mal ein kleines Radio haben. Ja, aber jetzt haben sie es gerade schon ausverkauft. Jetzt habe ich abgemacht mit dem Martin, ich komme die nächste Woche noch mal. Hoi! Wenn also wir Glöckchen am Fenster, dann sind wir auf. Ja. Also, ist gut. Das haben wir jetzt abgemacht, vorhin miteinander. Super. Gell, ja. Man vermisst natürlich schon die Läden alle hier. Du, das ist ja ein riesiges Problem. Das habe ich hier jetzt mal beim Güsto gedacht. Das ist natürlich verrückt. Oder? Wenn du einfach einen Laden hast, wo du einfach geschwind eine Schraube holen oder da hast du wenn es manchmal nur eine Batterie gegangen ist, da hast du ja nicht jede Woche eine Stereoanlage kaufen, aber du bist einfach froh gewesen. Ja. Oder ist einem verbeichen, wenn du mal nicht rausgekommen bist, wie ich jetzt schon mal nicht komme, weißt du? Ja gut, man kommt jeder nicht raus. Ja. Und jetzt vielleicht noch weniger dann natürlich. Ja, gell? Gut, kann möglich, ja. Ja, ist wahrscheinlich jetzt dann sowieso ganz vergessen, schwierig, ja, für mich, ist stark. Nein, das ist ein riesiges Problem mit diesen Dörfern. Das heisst, du warst jetzt und kommst dann sagst du? Alles jummert und man geht gleich nicht in die Läden im Dorf. Oder? Genau. Hinten steht jetzt Sonne, das ist das Einzige, was sonnig ist. So ein Brühl, das gehört das Wetter noch. Ja. Jetzt geht gerne ein bisschen Rauch aus. Ja. Ja. Gut, dem Tag, ja. Dann wünschen wir alles Gute. Ja, ist gern geschehen. Ich gehe noch schwingen. Du Martin noch, ha? Alles Gute. Ja. Danke dir Jahr. Auch. Alles Gute im neuen Jahr. Ja. Dir auch. Auf Wiedersehen. Ja. Joe Astrid. Und alles Gute im neuen Jahr. Andreas. Dann will ich Ruhe auf da mit meiner Joe. Mit Ciao, Tachi. Tschüss. Und da geht dir. Ja, Simon, he? Jetzt stehen wir hier quasi am letzten Tag. Links das ist der Simon, das ist der Martin. Hier haben wir die Astrid. Alle drei eben, ja, natürlich eben Radio TV Lefebvre. Ihr, glaube ich, drei verschiedene Orte, gell, hier im Dorf gewesen. Die letzten 26 Jahre ungefähr. Zwei. Okay, zwei verschiedene Orte. Die letzten 26 Jahre eben hier in diesem Betrieb. Und seit 2011, Simon, du. Warum hörst du auf? Ja, also ich habe einen neuen Job im NTB bekommen. Ich war schon eine Weile am Schauen, weil da ist immer weniger gelaufen. Es ist immer wieder ein bisschen weniger am Schluss. Und dann musst du dir überlegen, wie es weitergeht. Ja. Und dann habe ich eben den Job bekommen vom NTB und habe mich müssen entscheiden. Ja. Ist auch schon verrückt, ich habe immer so als innovativen Händler so in Erinnerung. Wenn man kommst, hast du gerne ein bisschen beraten, hast dies und jenes so gezeigt, was noch möglich wäre. Du bist selber auch ein bisschen im Freak, hast eine riesige Freude gehabt bei der Stereoanlage, bei dem Fernsehen. Ja. Ein bisschen Leid aus der Wasche schon, oder? Ja, selbst klar, man hat immer eine Seite ist schön, NTB, auf der anderen Seite tut es einem schon ein bisschen weh, aber diesen Weg muss man jetzt gehen. Und ein neuer Weg ist immer etwas Schönes im Leben. Ja, weißt du, dann eben, wie gesagt, es ist ja so alles leer, weil es so jetzt vor dem Fernseher kam natürlich. Ja. Ja. Oh, jetzt sehe ich, du bist ein richtiger Schweizer, Tina. Forza. Ja. Fußball immer noch Thema. Ja. Aber ich bei dir. Ja, ich tue schon noch einmal in der Woche gehe ich noch Jota mit ein paar Kollegen. Hoi. Dunstigsfußball. Und so sehen wir alles, der Fernseher da natürlich. Jetzt hat es eine riesige Kiste dort hinein, gell? Also, aber trotzdem, wenn man jetzt denkt, natürlich eben Ende Dezember, der Laden müsste jetzt bumsvoll sein. Ach. Also, eine Kundschaft nimmt das einfach schon ab, ja, gell? Ja, es ist halt immer weniger gewesen, ja. Ja. Das heisst, mit anderen Worten, hast du jetzt eigentlich ja, ein weinendes Auge und ein lachendes genau, Auge. Genau, ja, so ist es. Ja.
Können wir mal schnell in die Werkstatt hin? Ja, sicher. Ja. Mal ganz kurz noch schauen. Ja. Nachdem wir es von ihm verschlucken. Der Martin hat immer gegessen und danach schon vor lauter Essen habe ich ja irgendwie meine auch verschluckt. Das ist deine Werkstatt. Ja, das ist meine also, das ist jetzt halt vorbei. Ja. Wenn irgendetwas ist, gell, dann ja. Kannst du jetzt hier nicht mehr flicken. Mal, also. Könnte ich noch. Schon noch, ja. Ja. Und früher haben wir da immer einen Lehrling gehabt, mindestens einen. Ja. Und dann haben Radio repariert, Fernsehen. Ja, und ich bin eigentlich meistens in der Werkstatt gewesen. Jawohl. Und ja, es hat so viel Arbeit gehabt, dass ich da aha. Immer da gewesen bin eigentlich. Genau. Ja, und ja. Heute hast du halt selten mal einen Flachbildschirm. Da habe ich jetzt noch einen. Den muss ich jetzt gerade noch anschauen. Bei dem da die Beleuchtung nicht mehr. Hoi, 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 hoi. Und jetzt? Jetzt habe ich da mal verschiedene Sachen noch nachgelötet. Ja, jetzt muss man schauen, ob das Panel kaputt ist, dann kann es praktisch nicht mehr machen. Aha, ja, ja. Aber vielleicht ist da auch die Ansteuerung oder so. Ah, also solche Sachen würdest du dann trotz allem ja, machen, wenn Zeit haben wir immer wieder gemacht, ja. Ja, aber ja. Das Problem ist einfach, dass dann, also kannst du mal da ein Modul filmen da. Ja. Das Modul kostet natürlich ein paar hundert Franken. Jawohl. Und wenn das ersetzt ist, lohnt sich das halt dann schon nicht mehr, oder? Ja, das ist das Problem. Ja, ist klar. Siehst du da? Ja, ja. Ja. Das ist natürlich verrückt, oder? Zeig es noch mal schnell. Ja. Hoi, 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 hoi. Da siehst du es. Also ich habe ja selber so Zeug auch erlebt, ein bisschen. Ja. Ich war so halb im Handel gesehen ja. Mit meinem Ex-Schwiegervater zusammen, oder? Ja. Ist, ja, man hat schon dort gemerkt, gell? Die Margen sind verfallen, natürlich ja. Preise sind brutal kleiner geworden. Ich meine, wenn jetzt das Modul, sagen wir jetzt, da kostet 300 Franken, dann musst du vielleicht eine Stunde Arbeit rechnen. Ja. Und niemand will etwas zahlen. Dann zahlst du 400 und für 500, 600 kommst du einen neuen. Aha, ja. Dann ist schon so ist es natürlich. Ja, ja. Das ist so, ja. Und da habe ich noch für einen Kunden noch Kassetten kopieren. Hey, dann machst du auch noch? Ja, siehst du. Dann ist noch ein Gerät, ja? Die alten. Wo zeig noch? Zeig. Da die alten VHS-Kassetten, da haben sie da VHS-C noch, ja? Hochzeit jawohl. Von der Familie. Das ist VHS-C, ja, gell? Ja, und da kann natürlich niemand mehr abspielen, ja, oder? Ja, ja. Und jetzt habe ich da noch Geräte, die ich extra behalten habe, zum Kopieren, oder? Ja, ja, ja. Der Vater ist so ungeduldig. Meine Frau ist ja aus dem Filmen, gell? Ja, und er fragt immer, oh, tut sie alles auf? Natürlich, wir haben alles aufgenommen, natürlich. Wir haben auch immer wieder ein bisschen gehört. Ja. Wie ist denn mit dem Interesse vom Vater gewesen, die letzte Zeit, dass er fliegt? Hoppla, jetzt kommt er rein. Er kommt. Also, ja, vom Vater? Du, Martin, wenn du es immer so ein bisschen erzählt. Also, könntest du dergs noch fliegen? Also? Nicht mehr. Also, erstens hätte ich Probleme, um es zu sehen. Jawohl. Ich habe natürlich seit einiger Zeit habe ich manchmal eben gesagt, los, da befasse ich mich jetzt nicht mehr damit. Jawohl. Da musst du. Und dann, mir ist auch kein Stein aus der Krone gehabt, zum sagen, man kommt. Ja. Weißt du, da habe ich mich nicht mehr befasst damit. Oder? Gut. Ja. Aber früher habe ich natürlich repariert. Und, ja. Und unterdessen ja. Brauche ich auch eine Brille. Brauchst du auch eine Brille? Sehe ich es auch nicht mehr da. Ja. Ich habe jetzt gerade die da müssen nachlöten. Jawohl. Meine Brille ja, okay, das sind nicht brutal feine Sachen, gell? Ja. Das ist Wahnsinn. Ich habe meine Brille gerade noch im NTB vergessen. Oh! Ich habe jetzt müssen warten, noch, bis ich die Brille hatte. Ja. Ja, sonst hast du keine Chance mehr, oder? Siehst du es nicht mehr. Also. Und kennst natürlich auch die Pläne, die musst du wahrscheinlich fast online bezeichnen, ein bisschen umschauen, wo das Zeug überhaupt überkommt. Ja, so. Früher haben wir da alles voll offen ja, eben. Oben, ja. Mit allen Plänen drin. Ja, ja, ja. Und die haben wir jetzt aber langsam weg, weil wir es einfach nicht mehr gebraucht haben. Aber über das habe ich vorhin gemeint, du bist schon Freak gewesen, was diese Sachen betrifft. Ja, Freak kannst du nicht sagen. Nein? Nein. Ja, für mich jetzt halt. Ich habe immer gemeint, einfach, du kannst noch etwas. Das hast du einfach müssen machen, oder? Ja, ja. Aber, ja. Du, es fällt mir auf, hast du auch graue Haare bekommen? Ja, hast du nicht wegen diesem Business da, oder? Ja, vielleicht ein bisschen, ja. Dann gehen wir noch mal raus, hast du den Rest ja, nicht, ist ja? Gut, ja. Okay, wenn wir schauen. Kasse? Mhm. Hoi. Die ist halt 105 auch. Franken zeigt sie an. Ja. Aha. Ja, das ist halt auch schon eine alte Kasse. Ja, du. Martin, jetzt gleich einmal, einfach, wie bist denn du überhaupt auf diesen Beruf gekommen? Das würde mich schon lange mal interessieren. Wenn ich auf diesen Beruf komme, ja. Ich hat in Thurgau habe ich die Lehre gemacht, oder? Und zwar mir hat eigentlich die Elektronik immer, also das Elektrische immer fasziniert. Und die Lehrfirmen, wo ich den bekommen habe, also den Job bekommen habe, ist, die haben auch damals auch noch
elektrische Modelleisenbahnen verkauft. Hoppla, ja, jetzt sind wir gerade bei den Modelleisenbahnen. Wir sind gerade am Filmen. Darf ich die filmen? Nein. Gut, okay. Ist das jemand reingekommen? Astrid, ja. Bist denn du einmal der gute Geist, der die Leute empfängt? Ja, genau. Ja, da bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Du, bei dir, Entschuldigung, mit Martin hat wieder noch Kinder, ja? Und dann ruf ich. Ja, dann rufst du ihn. Dann gehen wir die Kinder erzählen. Gut, genau. Okay. Ja, Martin, und dann kommen wir hinterher. Können wir hinterher? Ja, gut. Weil die Kundschaft ist es gekommen, hat gesagt, wie ja. Lieber ich gefilmt habe, dann müssen wir doch respektieren. Ja, ja, genau. Das ist klar. Ja. Der hat dich immer interessiert, hast du ja. gesagt. Genau. Ja, der hat mich interessiert. Ich habe zum Beispiel auch gerne Mathematik in der Schule. Hoi, hoi. Und elektrische Abläufe kann man teilweise nur mathematisch erklären. Also ich habe gerne Algebra gemacht. Dann habe ich ja noch eine, eben die Lehre gemacht. Ich musste auf St. Gallen in die Gewerbeschule. Da tut es mal jetzt noch kein Radioelektriker. Aha, ja. Jetzt hier noch keins, nachher jetzt ein Kaiser Radio- und Fernsehelektriker. Und in der ganzen Karriere hat das etwa, heute sind wir beim Audio-Video-Elektroniker, oder? Aber eigentlich, wenn ich jetzt nochmal jemandem erraten würde, um den Beruf zu lernen, müsste ich sagen, er müsse im Verkauf die Lehre machen. Aha. Weil da hat eher Zukunft. Ja. Vielleicht noch etwas zu der, eben der Simon hat noch gesagt, wegen dem Verdienst. Also, ja. Das Problem ist. Ja, gut, das bleiben wir zuerst mal dort. Und dann hast du die Lehre gemacht, oder? Ja, dann, also Entschuldigung. Ja, ja. Ja, du hast ja ein langes Leben, gell? Wir zwei miteinander. Ja, ja. Dann haben die Lehre dort gemacht. Wir müssen auf St. Gallen in die Gewerbeschule. Und das sind sehr, sehr dünn gesagt, die Lehrstellen. Aha. Also wir sind, glaube ich, hier vom Kanton Thurgau sind wir in der Klasse, glaube ich, drei Stifte gewesen. Und eben, es war also eine gesuchte Lehrstelle gewesen. Also hast du ein bisschen Glück gehabt, wenn du das bekommen hast, oder? Ja. Und dann nach der Lehre bin ich dann, die erste Stelle habe ich dann in der St. Gallen habe ich übernommen. In einem ganz normalen Fachgeschäft. Und ich habe dort in der Werkstatt habe ich repariert und bin auch zu den Kunden. Dann haben wir auch Installationen natürlich gemacht, dort mal. Und wir haben einige Kunden bedient, die in ihrem Leben das erste Mal im Fernsehen hatten. Schwarz-Weiß natürlich, gell? Oder? Ja. Wir mussten die Installationen machen, eine Antenne aufmachen. Teilweise haben die keine Ahnung von ich weiß noch mehr hinter mal ja, das muss ich vielleicht noch vorausschicken. Wir hinter müssen zu bestimmten Zeiten gehen, Installationen machen, weil es nicht immer ein Bild gesendet worden. Du hast ein Testbild gebraucht natürlich, gell? Ja, ein Testbild, also hast du natürlich noch eine Sendung auch können. Einigermaßen, aber das richtige Testspiel war. Bist du noch auf den Dächer rumgeklettert? Ja, das eben auch noch. Ja, ja. Und dann das Testspiel zum Teil mit kleinen Monitoren auf dem Dach oben schon geschaut? Ja, ja, ja. Mit einer riesigen Antenne für den deutschen Eis, oder? Ja, genau. Und wenn es geluftet hat, hat sie fast auch genug mit ganzem Mast. Ja. Und der Uetliberg, der Schweizer, war auch so eine riesen Antenne. Ja, genau. Das ist auf die Frequenz angekommen, oder? Ja. Wer höher die Frequenz, wer grösser. Welche höher die Frequenz, wie kleiner ist die Antenne geworden. Und manchmal ein riesen Gefetter, da geht es um Einstellen. Ja, ja, ja. Und da sind drei, was immer am Anfang, Deutsch 1, Deutsch 2, dann der Schweizer und vielleicht noch die Österreicher. Die sind dann manchmal auch noch gegangen. Österreich 1 und 2, ja. Also 2 ist dann auch später gekommen, ja. Aber eben alles ganz feine Sachen zum Einstellen, ist das sicher jemand passiert, vom Dach oben zu tun, dann das Koaxialkabel runtergezogen in die Stube und es nicht mehr tun, oder nicht? Ja, das ist also auch. Dann ist wieder ja, müssen wieder ja, wieder jemand, ja. Oder ist in die Luft gekommen, ja, musst du rumschreiben. Ja. Ja, also da haben wir schon einiges erlebt. Und eben eine Frau hat dann nachher, hat mir dann ihr den Fernseher gezeigt, die Einstellungen. Und da war dann das Testspiel, also da der rund PTT-Zeichen. Und dann hat die Frau gefragt, was sie, also die hat jetzt wirklich keine Ahnung von einem Fernseher, hat sie gefragt, aber was sie denn machen müssen, wenn sie mal ein anderes Bild anschauen will. Also
Ja, und das ist also, wir haben auch lustige Erlebnisse gehabt. Ja. Ja. Einmal haben wir in St. Gallen, in der Stadt ist dort, haben wir ganz einen eigenartigen Fehler gehabt. Immer am Samstag hätte er einfach nicht können Fernsehen schauen können. Ja. Der ist einfach nicht gekommen. Also nur Ameisen. Und gleich ist auch immer alles gegangen, wie wir wieder dort waren. Jetzt ist er rausgekommen. Da hat, einmal in dem Haus hat jemand einen Verstärker reingemacht und hat den bei einem Jude installiert. Also ein Jude hat dort gewohnt. Und der hat natürlich am Sabbat den Fuß abgestellt und dann ist der Verstärker nicht mehr gegangen und alle anderen konnten auch nicht mehr können Fernsehen schauen. Ja, auf jeden Fall ein Riesen. Und dann jetzt letztens natürlich die Seite von diesen Fernsehen, Röhrenfernsehen, auf einmal hat irgendetwas nicht mehr tun und so weiter. Ja, ja. Aber dort hat man auch den Überblick gehabt. Gell? Also da ist es noch nicht so gewesen, wie es jetzt aussieht. Irgendwie, als wenn wir es da noch mal schauen, also die Werkzeuge hat es damals nicht gegeben. Gell? Nein, sicher nicht. Ja. Da sind dann Bäuchchen rausgegangen. Ja. Dann sollte eine Bildröhre geben, oder? Und nicht so etwas. Ja, ja. Du, jetzt hat es irgendwie geklingelt da. Ja. Das heisst mit der Antwort, komm, wir gehen mal schauen, ob mehr Kundschaft gekommen sind, dann gehen wir wieder zurück. Ja. Oder sonst gehen wir mal raus wieder. Ja, ist gut. Probieren wir mal. Ja. Ja, liebe Leute, wir laufen so im Laden rum. Es ist der letzte Tag quasi. Wir haben vom Tag gehört, wenn es dann ganz schief geht, dann könnte man nachher auch noch kommen. Und jetzt sind wir halt wieder hier im Verkaufsladen. Kundschaft ist jetzt einmal wieder weg. He? Ja. Ja, Simon, hast du das auch erlebt, die höheren Fernseher? Ja. Hast du auch noch? Ja, wir haben viele repariert. Ja. Und jetzt war es dann ein bisschen einfacher gewesen. Ja, einfacher schon, sind auch viel mehr kaputt gegangen. Also. Ja. Aber es war doch gut für das Geschäft, nicht? Ja, wir haben ja eigentlich von dem gelebt, auch ein bisschen. Oder? Genau, ja. Also die Werkstatt und alles. Ja. Und wenn man so denkt, dass der Vater alles erzählt hat, gell? Also, was er alles gemacht hat, man hat es erzählt von den Antennenanlagen. Und nachher ist er dann auf SAT gegangen, also hat sich immer weitergebildet. Dann hat er das ganze Riesenzeug noch hier aufgebaut. Oder bist du da schon dabei gewesen? Ja, also ich war eben hier in Zeit mehr in der Werkstatt gewesen. Jawohl. Mehr Reparaturen gemacht und nachher dann auch Satelliten und so. Aha, ja. Ja, aber gell, Martin, du hast das ganze Satzzeug natürlich alles so, die müssen einlesen. Habe ich auch noch mitgemacht. Ja. 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 Der erste Spiegel, den wir montiert haben, der war 1,80 Meter. Hoi. Durchmesser. Und sind ja, Moment, das ist ja wahnsinnig, 1,80 Meter. Das dir deine Zeige, du. Das ist ganz gut. Komm auf, Astrid. Das ist nicht noch ein Foto. Ich hätte noch ein Foto von dem ersten. Ja, nein, das sieht man bei dir. Du bist heute schon hochgefahren, 1,75 Meter Breite, bist auch hochgefahren. Ja, das schon. Ja, also, ja, was mir geliefert hat. Wenn wir dich jetzt so retten schauen, ein bisschen von der Sohle bis zum Scheitel und da rundum, das wäre etwa der Sattbildschirm. Ja. Also der Spiegel. Der Spiegel, Entschuldigung, natürlich. Ja, der Spiegel. Und den haben sie mal gebracht in den Laden. Ja, wir haben gerne in den Laden nie gebracht. Wir müssen raus. Also noch im alten Geschäft hin. Wir müssen raus. Aber wo hast du den montiert? Der ist zu Gams. Haben wir auf dem Dach? Nein. Ich zeige dir dann ein Foto. Hast du ein Foto? Ja. Das ist schon gar nicht so. Du übrigens auch, Astrid. Du bist dann viel verkleidet. Wo ist jetzt? Ja. Das Büro kannst du haben. Ah, Büro hat es auch noch. Aha, da ist auch so da. Und wenn wir es da. Büro ist über oben, gell? Hat es auch noch ein Büro. Auch noch ein Büro. Sie hat dort hinten noch ein Büro. Das ist dein Büro. Da war mal noch Fax und so. Ja, Astrid, was war denn deine Aufgabe hier so im Geschäft? Ja, alles kontrollieren. Aha. Schaufenster. Auch wieder immer gemacht. Jeden Monat oder zwei, drei Monate. Aufgeräumt. Und wie bist du in das Business reingekommen? Du hast etwas mit Nein zu tun gehabt. Das ist halt so, gell? Nein-Maschine? Ja. Du verstehst du etwas, gell? Oder was war denn dein Beruf? Textilentwerferin. Aha. Hoi. Ja, das ist Stickerei. Also sehr kreativ, gell? Also für St. Galler Stickereien. Jawohl. Mhm. Und wie bist du in das Business reingekommen? Ja, durch den Mann, gell? Aha. Mhm. Aber schon ist interessant und schwierig gewesen, gell? Hab schon. Und du bist ja ganz ehrlich gesagt immer ein bisschen der gute Geist gewesen. Ja, genau. Also, wenn die Leute sind gekommen,
Du hast dann die bedient, hast auch sehr viel, eigentlich auch technisch nicht gewusst, oder? Von dem Sortiment. Also am Rand noch, ja. Oder? Ja. Mhm. Und wenn man ehrlich ist, seit 2011 ist der Simon da ja quasi der Chef, aber ohne euch zwei, ohne dich und ohne Martin. Genau. Ja? Wäre es nie gegangen, oder? Er hätte jemanden einstellen müssen. Ja, eben. Selbst schon. Vermisst ist es das ein bisschen? Ja, wird dann schon noch ein bisschen einsam sein. Fahrst mit dem Velo jetzt jeden Tag? Ein bisschen mehr Velo fahren. Mit mehr Velo fahren. Ja. Noch mehr. Oder fahrst du daher? Genau. Du, jetzt gehört der Martin hinein auf den Stegen. Ja. Jetzt gehen wir noch mal raus. Er hat gerade ein Foto gefunden. Das ist also das Büro und der Martin kommt jetzt hier oben nach. Der ist jetzt oben angekommen und hat jetzt hier die Foto. Er hat über hier oben auch noch ein Büro. Das ist der Bildschirm. Nein, das ist der Tschüss, genau, der Spiegel. Und die war drehbar. Also mit einem Steuergerät hat man die können drehen. Ho. Und das hat einige Franken gekostet. Mal. Also, das kann man sich vorstellen. Ja, und dann mussten wir eine Bewilligung holen von der Gemeinde. Und die haben wir bekommen, wenn wir es grün angestrichen haben. Aha. Wir haben noch Spritzen. Hoi. Ja. Müssen wir wieder ein bisschen Platz machen für die Tasse, weil es kommt gerade die Kundschaft. Es geht das Lädchen ja zu, oder? Ja. Was meinen Sie da dazu? Leider, ja. Vermissen denn. Eben, ja. Ja, nochmal. Gut, und erwartet da schon. Ja. Ich glaube, es geht um einen Verstärker irgendetwas. Da müsste der Simon fragen. Hoppla, jetzt geht es um die Reparatur. Ich bin auch nicht dazu. Und dann wäre natürlich etwas, natürlich, gell? Reparaturen ist sie nachher natürlich über einen so da auch nicht mehr möglich, natürlich, oder? Nein. Ich weiß nicht mehr, wer es denn macht. Willst du das? Also mal, ich gebe dir eine Adresse, wo du dich anwenden kannst. Wo noch Reparaturen machen? Ja, also die sind orientiert. Dass die sind orientiert, haben. Ja. Da ist die Fernsehtechnik weite. Ja. Kann man nicht dir noch bringen, noch so als Hobby? Ja, nein, ich muss jetzt mal hören. Du musst mal hören. Es ist auch nicht. Eben, ja. Also jetzt unter uns gesagt, das ist ja nur unter uns. Also, ich würde es gleich einmal probieren, noch zu bringen. Probieren tät es einfach mal. Wenn dann ich mal etwas an, ich probiere es dann einfach mal, nicht? Ich habe einen Nostalgiestock, den ich brauchte. Wer will schon mal noch zum Simon? Er ist in der Werkstatt hin. Ja, danke. Ja, das ist gut. Ja, Martin, das hast du mir überall den Spiegel gezeigt. Ich sage immer Bildschirm, Schüssel und so weiter. Gell? Ja. Hat ein paar Fränkli gekostet, hast du gesagt. Das ist ja logisch, das ist klar. Und dann nachher hast du dann viele so Spiegel montiert. Wir haben viele Satellitenspiegel und speziell hier unten im Dorf haben wir das Kabelfernsehen. Jawohl. Oder? Aber im Berg oben, Grabser Berg, Gamserberg, da haben sie kein Kabelfernsehen gehabt. Genau. Und dann ist man auf Satelliten ausgewichen, oder? Und das ist natürlich immer wieder verbessert worden. Es hat immer mehr Sender gegeben und heute ist es, würde ich sagen, vom Angebot her, ist es, kann man fast sagen, wie das Kabelfernsehen. Es ist also alles auch drauf. Oder? Eben, Kabelfernsehen hast du ja hier betreut. Also. Haben wir betreut. Zuerst haben wir auch die Reparatur gemacht. Ich war ja beim ersten Bauer bin ich schon gewesen, genau. Dabei. Ich war ja beim Radio Steiner gewesen früher. Genau. Und die haben hier das Kabelfernsehen, das erste Kabelfernsehen, sie haben wir hier gemacht. Also eben, es gibt natürlich noch wahnsinnig viel von dir zu erzählen. Aber da müssen wir mal einen speziellen Talk machen. Es ist jetzt einfach eine Sendung anlassen, eben vom letzten Tag, Radio TV Löwheber. Also müssen wir klar sagen, wenn man vielleicht einmal noch schellt und telefoniert, ich sage es einfach mal so frech, würdet ihr jetzt das Telefon nicht aufhängen und unter Umständen wären ihr gleich noch für die sind jetzt bereit. Ja, mal. Und rein theoretisch könnt ihr dann bestellen. Also Kundennummer entzücht man auch ja nicht, oder? Aber man möchte natürlich, ich würde schon mal mal abschliessen. Genau. Sonst bin ich im Jahr noch immer da, oder? Ja. Ich würde wieder einmal meine Hobby ein bisschen frönen. Ja. Oder? Ich habe natürlich nebst ihnen auch noch ein bisschen Hobby gehabt. Zu der Hobby kommen wir das noch schnell, gell? Also du bist da in immer an fast 13 Jahre Dirigent von der Musik zu Grabsee, oder? Ja, 13 Jahre. Ja. Und du bist ein Musiker, eindeutig, gell? Ja, ich habe sehr Freude gehabt an der Blasmusik. Ich lasse auch viel klassische Musik, habe ich gern. Wir sind früher, als wir nach St. Gallen gewohnt, sind wir auch im Stadttheater gewesen.
Ja, sogar dort mal noch in zwei Operetten habe ich mal auf der Bühne mitgemacht. Von der Stadtmusik aus. Da haben sie eine Musik gebraucht auf der Bühne oben. Ja. Ja, das war ein riesen Aufwand für 5 Minuten Auftritt, oder? Schminken und anlegen. Ja. Und da ist ja nur kurz haben wir auf die Bühne marschieren und Musik machen, oder? Ja. Aber es ist ein lustiges Erlebnis, das muss ich sagen. Ja, ja. Und dafür so etwas vergisst man nicht mehr. Ja. Ja, ja. Noch ganz kurz, ich komme gerade wieder, Martin, ich möchte schnell schauen, oder sind es am Diskutieren da hinten. Noch ganz schnell einmal. Ja, Entschuldigung. Da ist jetzt eben da eine Diskussion da. Das ist ja schön, gell, dass man da im... Das ist ja schon etwas Schönes, gell, wenn man da noch weiss, auch das nostalgische Zeug wird da geflickt. He? Ja, ja. Also, wiedersehen miteinander. Gut, wieder schauen. Ja, Martin, dann sind wir also bei der Musik, gell? Wo wir verabschieden, willst du den Saunen im Jahr? Ja. So. Ja, Martin, Alvin, alles Gute. Ja, ich dir auch. Und, guten Rutsch, gell? Rutsch. Ja, danke. Die Frau auch. Gell? Ja. Und eben der zweite Hobby von mir. Ja. Das zweite Hobby von mir war noch eine ziemlich grosse Leidenschaft, Segeln. Ja. Ich hatte einen Katamaran, bin aber zu wenig dazugekommen. Hey, es hat erst drinnen gelacht. Aber nicht wegen dem Segeln. Wegen dem, meinst du? Ich weiß es nicht. Gut. Nein, ja, sie ist dann eben einmal nur mitgekommen, wenn es nicht viel Luft hatte. Aha, oder? Gut. Ja. Astrid, komm mal vorne da. Segeln, gesurft bist du auch? Probiert. Ja. Also, Inline hast du auch probiert? Hast du mal einen Unfall gehabt? Mal, du bist das gefällt. Du bist mal einen Downhill gefahren, hast du einen Unfall gehabt. Ja, und du hast natürlich auch Musikaufnahmen gemacht, gell, muss man sagen. Ja, das habe ich auch gemacht. Super Musikaufnahmen, ja. Ja. Du hast eine Kassette, glaube ich, die du unter den Laden eröffnet hast, hast du eine Kassette weitergegeben. Habe ich alle Vereine, die dort gab's mal waren. Also, vor allem Chör, Musik natürlich. Mhm. Und damals war der Frauenchor noch. Genau. Die habe ich auch aufgenommen. Und bei 25 Jahren hast du eine CD abgegeben? Habe ich dann aus diesen Aufnahmen eine CD gemacht. Ja. Und du bist, das darf man schon sagen, Perfektionist gewesen. Also, wenn einer bei dir ein kleines bisschen daneben geblasen hat, dann hat es dir nicht gepasst. Ja, das ist natürlich noch normal, oder? Da, würde ich sagen, du willst schon möglichst, dass alles stimmt, oder? Ja. Aber manchmal. Das sind natürlich Laienmusikanten. Genau. Es hat unterbrochen. Du hast gesagt, Hobby willst du nachgehen? Also E-Bike fahren? Oder was sind denn die? Selbst natürlich auch noch eins. Ja. Ja. Wir gehen viel Velo fahren. Genau. Zwei, ja. Und da hoffe ich, können wir jetzt noch ein bisschen mehr. Oder? Ja. Ja, jetzt müssen wir noch schauen. Also auf jeden Fall gibt es noch unglaublich viel zu erzählen. Gell? Da muss man sagen, das war natürlich auch Gold wert, gell? Wie es sich da eingeschafft hat. Gell? Ja. Ah, da muss man sagen, da hat sie viel, den Laden im Prinzip geführt, oder? Ja, und genau. Auch Bestellungen gemacht für Zubehör, oder dann hat sie auch Rechnungen geschrieben, natürlich. Ja, hat auch, also das Büro auch gemacht. Ja. Und in letzter Zeit habe ich jetzt vor allem, also die Rechnungen, habe ich gedruckt. Oder? Genau, ja. So, wir gehen noch zu Rastet hinterher und wir könnten, ich weiss nicht, was ist, mal schauen. Also er hat jetzt gelobt über alle Massen, das ist sicher gehört, gell, Astrid? Ja. Ja, und jetzt einfach noch mal, das ist jetzt quasi der letzte Tag, gell? Auch ein bisschen schwierig für dich. Gott. Normal. Ja. Und meinst du, wir könnten noch mal ins Refugium von Martin rauf? Meinst du, wir dürfen dort mal rauf? Oh. Ha? Mal schauen, fragen mal. Martin? Meinst du, wir dürfen mal einen Steigen rauf? Nur ganz kurz einen Blick. Ja, es ist natürlich nicht aufgekommen. Man könnte schon schnell. Was mich immer bewundert hat, was du aus dem Haus da gemacht hast, du hast oben dann natürlich auch einen Ausstellungsraum gehabt. Das zeigen wir jetzt natürlich nicht mehr, das ist jetzt natürlich wert, das ist klar. Aber hast du das denn irgendwie selber geplant und konzipiert? Da hat mir ein Architekt hat mir das gemacht. Wir haben ja das gekauft. Ja. Und da war ein Flachdach. Jawohl. Und da hat man mir gesagt, es gäbe ja nur zwei da. Flachdächer, ja. die rühnen und die noch nicht rühnen, oder? Und da hat hier schon gewonnen, wo wir es gekauft haben. Oder? Aha, Dann hat man den Stock noch drauf gemacht. Und dann rundum hat sich einiges verändert, aber ich glaube nicht nur zum Nachteil. Gell? Es ist, besser geworden, als man zuerst denkt. Ja, das stimmt. Und da hinten gibt es jetzt noch
Das war der Mühlisaal. Jawohl. Der ist jetzt auch abgebrochen worden. Genau. Jetzt gibt es dort nochmal zwei Blöcke. Ja, genau. Und der ist gerade fertig geworden. Da. Also dieses Jahr bezogen worden. Jawohl. Ja, es hat sich einiges zu tun. Ja, ja. Und auch bei dir auch immer bewundert. Gell? Also, natürlich, wenn sich etwas verändert, nervt man sich zuerst schon mal. Aber ja, du hast dann ziemlich schnell auch arrangiert. Und sagst jetzt auch, also das erste Mal war es vorher, können wir zum Parkplatz zufahren, ja, können wir zu eurer Entsorgungskiste zufahren. Das war die Bedingung gewesen, ja. Weil wir haben das Zufahrtsrecht dahinter gehabt, ja, und dann auch Parkplätze noch eigene, oder? Ja, uns gehört haben, ja. Ja, ja, Martin, man könnte ich würde sagen, es ist gut rausgekommen. Das würde ich auch sagen, ja. 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 Gehst du jemanden mal ab im Roma vorbei, in diesem Fall? Schon ein paar Mal gesehen und ja. Das ist Spizzeria für dich. Aber man darf nicht Werbung machen mal. Im Fernsehen. Oder ja, mal. Das Roma ist jetzt wirklich ein Blickpunkt, eben ja, dort auf der Kilbybrücke zu oberst oben. Und das ist eben das, was sich eben da eben neu auch ein bisschen Krebs belebt hat, ja, muss man sagen, ja, ohne jetzt andere da despektierlich zu behandeln. Martin, die allerletzte Frage hat es gleich noch. Man sagt immer, Fernsehhändler sind die grössten Kagejomeri. Also, weil Marschen und Preise oben aber sind. Jetzt, wo du führst, jetzt kannst du ja Klartext reden. Wie ist das wirklich? Ja, also mir ist das auch aufgefallen, als ich noch nicht selbstständig war. Aber ich habe mich also nicht zu den Jomeri gezählt. Hier, also früher noch, hat es einen goldenen Boden gehabt, unser Handwerk, sage ich jetzt mal. Und denen ist es gut gegangen. Also da muss ich sagen, da, die Händler, die ich hier kennt habe, St. Gallen, ich würde sagen, die haben es recht gehabt. Und bei uns ist also einfach das grosse Problem, ist, dass der ganze was wir verkauft haben, hat einfach massiv abgeschlagen. Oder? Früher hat ein Fernseher, ein Farbiger, hat einfach 3'000 Franken gekostet. Und jetzt sind wir bei zwischen 500 und 1'000 Franken. Aber gibt es genau gleich viel. Man hat einfach nichts mit der Kasse nachher, oder? Ich weiss noch, mein Vater hat den ersten Schwarz-Weiß-Fernseher gekauft, als ich in der Stiftung war, für 998 Franken. Das weiss ich noch, wenn es heute gestern gewesen wäre. Und ich bin nicht sicher, dass er hier 1'000 Franken verdient hat, oder? Kann ich auch bestätigen. Ich kann mich gut erinnern, Saba, Kapsch, locker bis gegen 4'000 Franken so am Fernsehen. Locker. Ja. Das hat sich verändert. Gut, Martin, ja, dein grösster Wunsch jetzt, Ende von dem Jahr 2018, wo du, sagen wir mal, nach 3 Jahrzehnten jetzt Radio TV Lefebvre einfach ja, quasi auflösest. Ja, also ich würde mich noch bedanken bei unserer Kundschaft. Wir haben eine sehr treue Kundschaft gehabt. Man musste nicht Geld nachspringen. Meistens. Also, es ist viel vorgekommen, dass es sogar gezahlt haben, bevor es geliefert war. Oder? Also, das ist ein wunderschön gewesen für uns. Also, man musste praktisch nie müssen Geld nachhalten. Also, und ich möchte mich von allen, von der ganzen Familie, recht herzlich bedanken für das Zutrauen, das man uns geschenkt hat. Und ich hoffe, also der grösste Wunsch ist natürlich, dass in dem Alter muss man einfach an Gesundheit denken. Und ich hoffe, dass wir gesund bleiben, alle miteinander. Eben da habe ich am Samstag von einem Kunden noch bekommen. Er ist noch gekommen und hat mir da noch gegeben für das 2019. Hoi. Und ich möchte mich noch bei allen Kunden bedanken für die tolle Zeit, die wir hatten mit ihnen. Und ich möchte mich auch bedanken beim NTB, dass sie mir hier so eine Chance geben im neuen Job. Vielen Dank an alle. Danke vielmals. Radio TV Lefebvre, das ist Geschichte. Die positive Erinnerung aber bleibt. Und wenn ihr halt nicht wollt, dass so Lädchen sterben, ja, dann heisst es halt eben in diesen Lädchen einkaufen.